Die haben auch Unterschied. Ah, voilà. Okay. Ja, das finde ich ja. So. Mein Name ist Jürg Eggenberger. Ich bin Co-Geschäftsleiter von Swiss Leaders. Swiss Leaders ist ein Verband, ein Netzwerk von 10.000 Mitgliedern. Und wir haben die Sustainable Leaders Initiative letztes Jahr lanciert. Und dort ist B-Lab dabei als Partner. Und gemeinsam entwickeln wir jetzt gegenwärtig den Barometer, um Führungskompetenzen, nachhaltige Führungskompetenzen zu testen. Also ich glaube, die größte Herausforderung ist der Mindset. Also zu verstehen, dass Unternehmen eine andere Rolle übernehmen müssen, dass sie einen Beitrag zur gesellschaftlichen, nachhaltigen gesellschaftlichen Entwicklung leisten müssen. Und das heißt, Führungskräfte müssen den Mut haben, auch die Verantwortung zu übernehmen, auch in den Lead zu gehen. Und wenn wir das alle machen, dann kann man auch Einfluss nehmen auf die Stakeholder. Also ich glaube, das ist ganz ein wesentliches Element. Den Circle of Influence auch entsprechend da zu nutzen. Und ich glaube, wenn wir das so machen und alle Leaders das so machen, dann haben wir auch einen entsprechenden Impact. Using business as a force for good, das ist eigentlich das Gegenteil von the business of business is business. Und ich glaube, die Wirtschaft kann nicht warten, bis die rechtlichen Rahmenbedingungen so sind, dass man automatisch nachhaltig wirtschaften muss, sondern wir müssen diese Innovationskraft, den Unternehmergeist, der in der Wirtschaft drin ist, nutzen, auch die Kompetenz zu vernetzen, zu lernen von und miteinander. Und wenn wir das gemeinsam machen, dann schaffen wir es auch, für die nächste Generation eine lebenswerte Umwelt zu entwickeln. Die Umfrage ist ein Barometer, den wir gemeinsam mit B-Lab entwickeln. Sie haben die entsprechenden Kompetenzen, auch solche Tools aufzusetzen. Und es geht eigentlich darum, dass Führungskräfte sich regelmäßig testen können. Wie sieht es aus mit ihren nachhaltigen Führungskompetenzen? Sie erhalten auch Handlungsempfehlungen. Ich glaube, das ist ganz etwas Wichtiges, dass man auch sieht, wo muss man auch sein Potenzial weiterentwickeln. Und auf der dritten Stufe, auf einer aggregierten Stufe, sehen wir schweizweit auch, wie sich die nachhaltige Führungskompetenzen entwickelt in Bezug auf die gesamte Schweiz. Das B-Lab-Ökosystem, das ist weltweit, aber auch lokal. Und ich denke, das ist entscheidend auch. Ich finde es extrem wichtig, dass Führungskräfte und Unternehmen sich vernetzen, gerade in Bezug auf Nachhaltigkeit, um eben von den Beispielen von anderen zu lernen, um auch sich zu vernetzen und andere Beispiele auch zu sehen und zu verstehen. Und deshalb ist ein solches Netzwerk sehr wertvoll. Mein Tipp für jede Führungskraft, ob es jetzt in einem Unternehmen ist, das am Anfang steht oder bereits unterwegs ist, ist, glaube ich, dass sie erstens mal sich überlegt, will ich Brennglas sein? Also will ich selber Teil dieser Bewegung sein oder schwimme ich einfach mit? Ich glaube, das ist ganz entscheidend der Mindset, den man hat. Das Zweite ist nachher, den Mut zu haben, selber auch in die Action zu gehen, also zu überlegen, wo kann ich Einfluss nehmen. Und das Dritte ist so dieser Circle of Influence, der sehr entscheidend ist, den jede Führungskraft eigentlich hat, aber vielleicht sich zu wenig bewusst ist, um eben Leute zu mobilisieren, zusammen mit der Führungskraft auf den Weg zu gehen.